So, weiter geht es am 30. Spieltag mit dem VfR Aalen gegen den SSV Ulm. Wir konnten leider unsere gute Vorrunde nicht bestätigen, sind auf den zweiten Platz abgerutscht. 4 Punkte hinter Groß Asbach. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir weiterhin, die Saison so offen zu gestalten, wie wir es jetzt schon gemacht haben. Und versuchen natürlich dennoch nochmal die Punkte aufzuholen und den Aufstieg anzugehen. Wir werden auch hier nochmal individuelle Fähigkeiten bzw. schnelles Umschaltspiel trainieren, damit die Konter nochmal ein bisschen effektiver werden. Und hoffen, dass wir gegen Aalen etwas besser dann starten können. Lennart Stoll erreicht seinen Perk sehr schön. Als Verteidiger Ballgewinn natürlich unheimlich wichtig, genauso wie Schnelligkeit. Aber ich glaube, Ballgewinn ist erstmal das nächste Trainingsziel, was er angehen sollte. Gucken, ob in der Woche noch irgendwas passiert. Ansonsten steht jetzt das Derby gegen Aalen an. Wir fahren ganze 49 Kilometer nach Aalen. Bleiben auch bei der Aufstellung. Wenn sie nicht ganz optimal ist für unser Team, aber wir müssen da jetzt einfach durch. Felix Siegel geht auf die linke Außenposition, Fink geht in den Sturm. Dashi Rühle im offensiven Mittelfeld, Häuser in der Defensive. Nicht groß Ersatz mehr dann da. Marcel Schmitz auf der linken Außenverteidigerposition, Michael Heilig im Innenverteidiger, Thomas Geier als Innenverteidiger und Lennart Stoll als rechter Außenverteidiger, Jure Marinovic im Tor. Und wir hoffen, dass wir damit heute wieder zum Erfolg kommen gegen den VfR Aalen. Wir spielen weiterhin kontrolliert offensiv. Ja, wir haben gut trainiert, das auf jeden Fall. Ja, die Null muss stehen heute, keine Experimente. Auch wenn wir heute ein bisschen mehr Einsatz spielen im Derby gegen Aalen. Und ja, wenn sie heute gewinnen, dann dürfen sie mal einen Tag frei nehmen. Partie startet vor 7160 Zuschauern. Raphael Reuter ist der Schiedsrichter. Erster Angriff für Ulm in der 9. Minute. Stoll spielt auf Vukovic. Der flankt auf Fink. Der zurück auf Gashi. Und der macht das 1:0 für die Ulmer. So kann es weitergehen. Brauchen unbedingt jetzt ein paar Siege. 21. neuer Angriff. Häuser auf Hiegel. Aber Bernhard hält den Ball fest. VfR Aalen jetzt mit einem Angriff in der 29. Plenkel im Mittelfeld. Pia dribbelt in den Strafraum, schießt und trifft zum 1:1. Ah, das haben wir uns anders vorgestellt. Irgendwie ist momentan der Wurm drin in Ulm. Ecke durch Stoll in der 43. für die Ulmer. Ball an die Strafraumgrenze, da steht Heilig und trifft zum 2:1. Jawohl. Aber Aalen schon wieder in der 45. mit einem neuen Angriff. Wieder Geplänkel im Mittelfeld. Dann der Ball auf Schmitz, der den Ball abfängt und souverän klärt. Und sofort den Konter einleitet. Schmitz nochmal dribbelt auf der Außenposition. Bringt er die Flanke? Nein, er dribbelt in den Strafraum, spielt quer. Da steht Fink. Aber Bernhard mit einem Reflex an den Innenpfosten. Volz versucht zu klären. Gashi spielt nochmal, aber Chance vertan. Es geht in die Halbzeit mit einem 2:1. Anton Fink bekommt sein Lob. Der spielt gut. Und auch Heilig macht eine gute Partie. Das müssen wir ihm auch mal anerkennen. Fink freut sich, genauso wie Heilig, über sein Lob. Partie startet in die zweite Halbzeit. 49. Freistoß für Ulm. Fink bringt den Ball rein auf Heilig. Der mit dem Kopf. Aber am Tor vorbei. Die beiden guten Spieler heute. Neuer Angriff für Ulm, 53. Stoll spielt auf Vukovic. Der flankt auf Gashi, auf Häuser. Aber der schießt, ja, Gott weiß wohin. Hier plätschert jetzt so ein bisschen hin und her.
ist die Minute gleich. 69. nochmal ein Angriff für Ulm. Gashi mit einem Pass auf Rühle. Er schießt aber Bernhard, fliegt, hat den Ball und leitet gleich den Konter ein. Oshkinat dribbelt im Mittelfeld. Versucht es Richtung Strafraum. Spielt den Ball auf Brown. Aber Marinovic wehrt ab in Pfosten. Brown staubt ab in Pfosten. Und davon geht der Ball ins Tor zum 2:2. Sehr ärgerlich, wieder ein Kontertor. 75. neue Ecke für Ulm. Stoll bringt den Ball auf Fink. Der schießt aus dem Rückraum. Bernhard wehrt den Ball ab. Und der Ball geht knapp am Tor vorbei. Aber jetzt die Ulmer im Angriffsmodus. Schmitz spielt auf Rühle. Der mit dem Pass auf Häuser. Auf Vukovic, der bringt die Flanke. Igel mit dem Kopf. Zum 3:2. Jawohl. Da ist das Tor zum 3:2. Müssen wir das nur noch über die Zeit bringen. Elfmeter nochmal für Ulm. Igel läuft an und versemmelt. Und dafür hat jetzt Ahlen in der 87. nochmal einen Freistoß. Windmüller mit einem Rückpass auf Merck. Der spielt auf Oshkinat. Aber Marinovic hält den Ball fest. Neuer Angriff im Gegenaufbau für Ulm. 87. Vukovic mit der Flanke. Hiegel köpft auf Rühle. Aber Bernhard hält den Ball einfach fest. Und die Partie endet 3:2 für Ulm. Weiterhin 4 Punkte Rückstand auf Groß Asbach, die auch ihre Partien einfach gewinnen. 3:2 gegen Frankfurt. Offenbach jetzt 4 Punkte auf dem 3. Platz. Ja, das wird wohl zwischen Groß Asbach und unseren Ulmern entschieden werden. Anton Fink, Michael Heilig, Marcel Schmitz und Lennart Stoll in der Elf des Tages. 4 Spieler haben gute Leistung gebracht. Der Kicker sagt zum Spiel, Stefano Reinersson hat heute alle Reserven des Teams für dieses Spiel mobilisiert. Man konnte sehen, dass die Spieler an ihre Grenzen gegangen sind. Dieses Spiel hat Kraft gekostet. Immerhin passte am Ende das Ergebnis. Ja, Ergebnisspiel. 3:2 gewonnen. Für uns nicht ganz optimal. Natürlich wären 3-0 oder ähnliches schöner. Aber wir holen das schon das Optimum raus. Jetzt haben wir das nächste Spiel. Den 31. Spieltag gegen den SC Freiburg. Das Hinspiel war ein 1:1. Thomas Geier ist jetzt im Fokus. Und wir gucken mal, was die Woche so hin, ja, für sich bringt. Wir gucken mal bei den jungen Talenten. Ja, der Fortschritt geht hier kaum voran. Rechtes Mittelfeld, linke Außenverteidiger, offensives Mittelfeld. Eigentlich können wir ihn hier langsam rausgeben mit 1,9. Bist du nicht gut genug? Es tut mir echt leid. Sieht's aus hier unten. Mit 14 auch noch nicht die 1 erreicht. Ist auch gestrichen, genauso wie du. Ah, wir brauchen dich noch, sonst haben wir zu wenig Leute. Okay. Na gut, dann geben wir dir noch eine Chance. Und wir starten in die Woche für den 31. Spieltag. Heute werden, ja, mal gucken, wieder ein bisschen Ecken trainiert. Ich nehme den Eckenrückraum, trainieren wir wieder. Anstatt Ausdauer werden wir aber dieses Mal Distanzschütze brauchen wir nicht wirklich. Wir werden mal ein bisschen Techniktraining machen. Dass wir da mal ein bisschen vorankommen in der Technik und in der Kreativität. Dass unsere Spieler da mal ein bisschen besser werden. Und starten in die Woche. Hoffen natürlich wieder, dass sich keine Spieler verletzen oder erkranken. Ja, Niklas Heimann hat sich schon eine Verletzung zugezogen, ein Nasenbeinbruch. Zum Glück nur ein Ersatztorhüter. Und wir erreichen den 31. Spieltag. Wir haben eine 53 gegenüber einer 41. Und jetzt auch Pablo Lopez, jawohl, jetzt haben wir linken Außenstürmer und rechten Außenstürmer, Marco Vukovic. Zwei sehr starke Kräfte. Ich hoffe, dass sich dieses Mal das etwas besser für uns, ja, ausgeht. Hiegel jetzt nur noch auf der Bank. Anton Fink spielt dafür, wobei wir Fink auch im offensiven Mittelfeld einsetzen können.
und dafür dann halt Hegel bringen. Ich glaube, das ist sogar die effektivere Lösung. Ich glaube, Hegel ist einfach momentan nur etwas angefressen. Ja, konditionell auch noch nicht so ganz stark, genauso wie Fink. Aber das wird schon. So, die Partie startet. 31. Spieltag, 8.610 Zuschauer. Schiedsrichter ist Lenny Weishaupt. Und wir gehen einfach mal ein bisschen in den Fokus. Wir haben gut trainiert und sind taktisch optimal eingestellt. Und hoffen, dass wir wieder den Sieg vom Platz tragen. Siebte Minute, erster Angriff für Ulm. Doll dribbelt auf der Außen, bringt den Ball hinein mit einer Flanke auf Hegel. Der köpft auf Fink und der macht mit seinem 11. Tor das 1:0. Schöner Dropkick-Treffer. Geht gleich weiter. 13. Minute. Neuer Angriff. Stoll bringt wieder den Ball auf Schmitz. Der dribbelt Richtung Strafraum. Spielt den Ball auf Hegel. Aber der weit am Tor vorbei. Aber so läuft das gut. Angriff über Angriff für Ulm. Aber jetzt ein Konter für die Freiburger. Aber zum Glück gleich wieder ins Abseits. Anton Fink mit dem Freistoß in der 23. Ist direkt und trifft mit dem zweiten Treffer zum 2:0. Finks Tag ist heute. Gut, dass wir ihn doch drin gelassen haben. 29. Nächster Angriff für die Ulmer. Rühle spielt auf Fink. Der spielt auf Vukovic. Der flankt den Ball auf Hegel. Der köpft auf Häuser. Der zu Lopez. Aber der Torhüter der Freiburger packt sich ja zu. Nächster Angriff für die Ulmer. Ecke für Stoll. Lopez flankt den Ball auf Geier. Aber Hun hat den Ball und leitet gleich wieder den Konter für Freiburg ein. Abwurf auf Schmidt. Der dribbelt durchs Mittelfeld. Dribbelt weiter Richtung Ulmer Strafraum. Erreicht ihn, bringt den Ball hinein auf Schade. Der schießt an den Pfosten. Und im Nachschuss hat ihn Marinovic. 45. Anton Fink wieder mit einem Freistoß auf Stoll. Der bringt die Flanke auf Geier. Der auf Hegel. Und Hegel köpft in den Winkel zum 3:0. Und damit auch zum Halbzeitstand. Ja, sehr schön. Wir führen 3:0. So kann das gerne weitergehen. Ja, Marcel Schmitz langsam gelb gefährdet. Anton Fink, Felix Hegel etwas müde. Lassen sie erstmal weiterspielen. Zweite Halbzeit beginnt mit einer Abseitsstellung von Stoll. Aber 6 Chancen zu einer. Natürlich klares Plus für uns. 50. neuer Angriff. Rühle mit dem Pass auf Häuser. Der dribbelt in den Strafraum. Pass zu Fink. Und Fink macht sein drittes Tor zu 4:0. Der hat heute einen guten Tag, der Fink. 54. neuer Angriff. Fink dribbelt. Querpass auf Hegel. Und der macht das. 5:0 und auch seinen zweiten Treffer. Und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir langsam ein bisschen auswechseln. Wir wollen unsere Spieler jetzt nicht zu lange auf dem Platz lassen. Die müssen sich auch ein bisschen erholen. Wir bringen Krebs. Wir bringen den jungen Kehl. Wir bringen Kienle für Hegel. Und Sapina bringen wir für Fink. Die beiden Goalgetter heute sollen sich mal ein bisschen ausruhen. Takte geht schon runter. Sehr schön. Angriff nochmal für Freiburg in der 69. Leopold mit der Flanke. Aber Marinovic flankt das Leder aus der Luft. Im Gegenzug wieder ein Angriff für Ulm. Vukovic mit der Flanke auf Kienle. Auf Häuser. Aber der Ball geht eine Woche vorbei. Tobias Rühle jetzt in der 72. mit einem Elfmeter zum 6:0. Auweia, da holen sich die Freiburger jetzt eine richtige Packung ab. Ecke für Freiburg nochmal in der 85. Weishaupt bringt den Ball rein. Bacher mit dem Kopf auf Flum. Der trifft den Pfosten. Hegel klärt zu kurz. Vukovic schießt den Ball ins Seitenaus. Sehr schön.
Und auch Groß Asbach spielt nur 0:0. Wir sind jetzt wieder 2 Punkte dran. Haben das klar bessere Torverhältnis mit 40:38. Aber wir haben in der Rückrunde schon mehr Tore kassiert, als wir in der Hinrunde kassiert haben. Das ist schon sehr ärgerlich. Aber es steht ein 6:0 gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg einfach zu Buche. Und das ist halt das, was es ausmacht am Ende. Der Kicker schreibt, Stefano Reinersson hat eine Mannschaft zusammen, der man wirklich gerne zuschaut. Die Spieler sprühen vor Motivation, selbst wenn einmal nicht alles gelingt. Mit dem Ergebnis kann man außerdem sehr zufrieden sein. Ja, Felix Siegel mit 2 Treffern in der 11 des Tages. Anton Fink mit seinen 4 Treffern, glaube ich sogar. Nein, nur 3 Treffer, auch in der 11 des Tages. 2 unserer Offensivspieler sind vertreten. Hiegel sogar schon zum 8. Mal und Anton Fink schon zum 7. Mal. Ich denke mal, die werden wir auch am Ende der Saison, der 11 des Jahres, dann sehen. Sehen, schauen, ob sich irgendeiner noch der Grenze nähert. Ja, Robin Häuser nähert sich dem Abschluss, genauso wie Marinovic und auch Michael Heilig. Und auch Steffen Kienle macht langsam Fortschritte wieder. Da fehlt nicht mehr viel, dass sie einen schönen neuen Perk kriegen. Niklas Heimann nach seinem Nasenbeinbruch jetzt auch noch mit der Erkältung. Der Arme. Und Milan Petrovic verbessert sich nochmal auf eine 2,8 und eine dritte Stufe. Sehr schön. Der junge Mann. Und jetzt steht der 32. Spieltag an gegen den FK Pirmasens. Wir haben die letzten 3 von 5 Spielen gewonnen. Pirmasens hat auch 3 von 5 Spielen gewonnen, aber die letzte Partie war eine Niederlage. Mal in unsere Jugend rein. Ah, das sieht mittlerweile ganz gut aus. Immer noch 3,1, 2,8, 2,2. Aber leider kein Trainingsfortschritt in letzter Zeit. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Ja, Rennen und Kämpfen, taktische Ausbildung, da müsste er hier was anderes trainieren. Das ist so die Sache. Vielleicht können wir das Trainingsziel hier auch mal ein bisschen ändern. Ja, Stellungsspiel, Manndeckung. Das Ausdauer schon, glaube ich, der bessere Punkt. Den lassen wir so. Er trainiert die Elfmeter. Okay, für einen rechten Mittelfeldspieler. Ist aber auch schon kurz vorm Abschluss. Das ist schon mal gut. Aus bei den Verletzten. Ja, Nasenbeinbruch. Dann unterhalten wir uns doch mal mit dir noch mal ein bisschen und sagen dir alles Gute. Ein bisschen Geld anlegen und wir gehen in die nächste Woche hinein gegen den FK Pirmasens. Wir trainieren Ecken in den Strafraum am Samstag. Ausdauer ist in Ordnung. Und auch hier werden wir mal was anderes noch trainieren. Da noch so als Alternative haben, vielleicht auch mal ein bisschen Pressing trainieren, ja. Da wieder ein bisschen vorwärts kommen, auch wenn es nur eine Trainingseinheit ist, aber wir haben nur noch 43 Punkte, 80 Punkte schon bei den Dribblings. Da sind wir schon sehr gut dabei. Und mit unserem Torhüter sprechen wir über das Thema persönliche Situation und er freut sich auch, dass wir da sind. Sehr gut. Die Finanzabteilung hat die Anlage durchgeführt. Sehr schön. Sonst noch irgendwas in der Woche? Irgendwas Wichtiges? Nein, es passiert nichts mehr. 32. Spieltag. Wir fahren nach Pirmasens. Wie unsere Mannschaft heute agiert. Ah, Rühle jetzt wieder drinne. Warum spielt denn denn unser und neuer Lopez? Ah, Pablo Lopez im Sturm heute von Beginn an. Okay. Billy Siegel musste nochmal aussetzen. Okay. Aber dann haben wir wenigstens einen guten Stürmer noch auf der Bank. Ja, Tobias Rühle kann auch links außen spielen. Das ist natürlich sehr gut. Aber dem müssen wir mal ein bisschen Ballgewinn und Schusstechnik beibringen. Da ein bisschen vorankommen. 32. Spieltag. Wir haben das Hinspiel mit 3:4 gewonnen. 10.000 Zuschauer sind im Stadion. Freddy Ehmann ist der Schiedsrichter. Und ja, was nehmen wir denn? Wir werden mal ein ganz normales Spiel, das wir professionell angehen, nehmen. Nein, wir nehmen gar nichts. Wir lassen es einfach so laufen.
Bedeutung ist auch nicht sehr hoch. Partie startet. Ulm gegen Pirmasens. Und Johannes Reichert verletzt sich sofort. Ein Innenverteidiger. Dann bringen wir den Heilig. Der hat in letzter Zeit sehr gut gespielt. Natürlich ärgerlich, schon in den ersten 10 Minuten den Innenverteidiger zu verlieren. Zum Glück nur eine leichte Rippenprellung. Aber Pirmasens jetzt mit dem ersten Angriff. Bürger spielt auf Eichhorn. Der flankt in die Mitte auf Krob. Aber der Ball geht weit vorbei. 20. Erster Angriff für Ulm. Eine Ecke durch Stoll. Vukovic mit dem Rückpass auf Häuser. Der flankt rein auf Heilig. Oh, und fast das 1:0 für Ulm. Den Mann, den wir eingewechselt haben. Das wäre es gewesen. Das wäre, glaube ich, heute so sein Tag geworden dann. Ja, bis zur Halbzeit kein weiterer Angriff. Nicht viel passiert. Gashi, ja, konditionell schon sehr weit runter. Wie hat er gespielt? Gashi, nur eine 4. Wir wechseln Gashi aus für Sabina. Sonst irgendjemanden, den wir groß loben können? Eigentlich nicht. Wir gehen so in die zweite Halbzeit. Vielleicht entwickelt sich jetzt noch etwas. 60. Minute gelbe Karte für Pirmasens. 64. gelbe Karte für Ulm. 70. Minute. Keine weiteren Angriffe. Ich wechsle mal etwas aus. Ja, Rühle mit einer Nullleistung. Wir bringen Hiegel dafür und setzen ihn auch gleich in den Sturm ein. Häuser eine 3,5, weil ich würde, weil er gelb gefährdet ist, doch nochmal rausnehmen wollen. Ja, so gehen wir weiter in die Partie. 78. Vielleicht kriegen wir noch einen Angriff, jawohl. 83. Angriff für Ulm. Hiegel mit einem Steinpass, aber Sabina steht am Abseits. Schade. Anton Fink in der 84. wieder mal ein Freistoß. Er bringt den Ball rein. Da steht Geier. Geier schießt und macht das 1:0. Der Innenverteidiger Thomas Geier mit dem 1:0. Und es war das entscheidende Tor. Jawohl. Es war das entscheidende Tor. Das 1:0. Und dadurch haben wir auch wieder die Tabellenführung erreicht. Wir sind punktgleich mit Groß Asbach. Die haben nur ein 1:1 gegen Barnegen geschafft. Sehr gut für uns. Aufstieg ist wieder in greifbarer Nähe. Offenbach mit 4 Punkten dahinter. Aber wenn ich mich nicht irre, haben wir die Partie noch gegen Offenbach. Das wird natürlich dann so der Knaller werden. Der Kicker schreibt zu dem Spieltag: Stefano Reinersson hat heute alle Reserven des Teams für dieses Spiel mobilisiert. Man konnte sehen, dass die Spieler an ihre Grenzen gegangen sind. Dieses Spiel hat Kraft gekostet. Immerhin passte am Ende das Ergebnis. Ja, das hat gepasst, definitiv. 1:0 gewonnen in Pirmasens. Und der SSV Ulm möchte mit uns verlängern. Okay, ja, machen wir doch gerne. Wir würden jetzt 30.000 kriegen. Vorher hatten wir 15.000. Die Saisonende 22/23. Möchte aber gehen, wenn ich möchte. Das ist eine Voraussetzung. Wenn irgendwo der Verein kommt, wo wir sagen, ja, da schlagen wir zu, dann möchten wir da auch gerne annehmen. Und damit verlängern wir den Vertrag in Ulm. Und Maximilian Hackmann kriegt nochmal einen Punkt dazu. Sehr schön. Jetzt eine Stärke von 1,8. Und wir sind am 33. Spieltag mit dem SSV Ulm gegen den SV 07 Elversberg. Mal gucken, ob hier noch irgendeiner dabei ist, der jetzt kurz vor Abschluss ist. Ja, Michael Heilig kurz davor. Auch Robin Häuser, 97. Da werden wir noch mal ein bisschen trainieren. Nächste Saison haben wir ein Transferbudget von 117.000. Okay, da werden wir bestimmt den ein oder anderen Spieler abgeben müssen. Wir gucken auch noch mal nach den Vertragslaufzeiten. Jonas Kehl ist leider nur ausgeliehen. Krebs Florian, werden wir den Vertrag verlängern? Er hat ja auch so die ein oder andere gute Partie geleistet. Auch Michael Heilig bekommt nochmal einen neuen Vertrag. Wir werden sie aber nicht sehr lang verlängern. Auch Jan Nikolas bekommt einen neuen Vertrag. Aber ist natürlich dann auch Verkaufsziel Nummer 1.
Wie steht es in der zweiten Mannschaft? Ja, keine großen Leute, die wir verlängern müssen. Eigentlich wollen wir sie auch alle abgeben. Da sparen wir ein bisschen an Gehalt. Aber mal gucken. Sponsor Trikot lädt sie zu einem Status-Meeting ein. Gut, nehmen wir mit. Und eine kleine Charity-Aktion. Das ist immer gut für die Beliebtheit. Sind am Spieltag der Planung angelangt. Ja, kurz werden wir mal trainieren wieder. In Samstagstraining. Was wir noch ändern können. Ja, die Ausdauer möchte ich eigentlich gut drin haben. Technik wird trainiert. Ja, lassen wir soweit. Oh, Heuser muss unbedingt Dribblings trainieren. Das kann er gar nicht. So, auf geht's in die Woche. Zum Guten Morgen. Spieltag hin. Ihr Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. So, Florian Krebs bekommst 2 Jahre Verlängerung. Aber auch nur, wenn du vom Gehalt her runtergehst. Kann ich doch so einen Kaffee haben? So, er möchte nur 1 Jahr runtergehen bis jetzt. Tja, Konfetti gibt's hier nicht umsonst. Ja gut, okay. Verlängern wir ihn halt bis 2024. Dafür Puh, also den wollte erhöht sich echt unser keiner. Budget nochmal. Aber da machen wir ganz schnell 3 Kreuze. Gucken, Michael Heilig. Ja, den verlängern wir bis 25. Aber du bekommst auch nur 44.000. Ah, 46.000? Nein, 44.000, er nimmt an. Sehr schön. Und der dritte im Bunde, der Jan. Hätte ich auch nur gerne bis 23. Ob er das annimmt. Ah, er kommt schon mal ein Jahr entgegen. Ja, 24 und 48.000, auch wieder ein paar Euro mehr für uns. Gut, Sponsor Trikorp ist nicht ganz zufrieden mit der Zusammenarbeit. Okay. Da werden wir jetzt nochmal gucken müssen, dass wir die Verträge soweit auch verlängern. Dafür ist die Charity-Aktion ein voller Erfolg. Sehr gut. Und wir erreichen den 33. Spieltag gegen Elversberg. Ja, Felix Siegel jetzt auf der Außen. Vielleicht können wir auch mal, werden wir einfach hier mal alles ausstellen. Gucken, wie die Mannschaft dann aussieht. Ja, es ändert sich gar nichts. Wir bleiben bei einer 52. Ja, Elversberg mit einer 58. Sind natürlich deutlich stärker als wir. Das wird jetzt ein schweres Stück Arbeit werden. Wer das hier immer umändert, verstehe ich nicht. Aber was soll's. Werden wir jetzt mal mitnehmen. So, wir sind am 33. Spieltag. 4 zu 0 war das Hinspielergebnis. 18.803 Zuschauer sind im Stadion und Thilo Quandt pfeift die Partie. Wir hauen alles rein, was wir haben. Wir setzen nochmal den Fokus. Es ist ein ganz normales Spiel. Und wenn wir gewinnen, bekommt ihr einen Tag frei. Und los geht's gegen Elversberg. zweiundzwanzigste Minute, erster Angriff für Elversberg. Galvan dribbelt in den Strafraum. Spielt den Rückpass auf Schnellbacher, der mit dem 1 zu 0 für Elversberg. Dürfen die Ulmer natürlich nicht aufgeben. 41. Minute, neuer Angriff. Ecke durch Stoll. Vukovic spielt zurück auf Heuser. Der flankt rein. Da steht Geier. Und Geier macht das Tor, obwohl der Ball daneben geht. Okay. 1 zu 1. Elversberg 46. mit der Ecke. Rehfeld schießt weit am Tor vorbei. Geht in die Halbzeit mit einem 1 zu 1. Felix Siegel, das kannst du definitiv besser, mein Lieber. 4,5 ist gar nichts bei dir. Akzeptiert ja auch die Kritik. Wäre auch besser für dich, dass du es tust. Beginn der zweiten Halbzeit. Angriff für Elversberg. Aber weit am Tor vorbei. 49. wieder eine Ecke durch Stoll für die Ulmer. Igel spielt zurück auf Schmitz. Der flankt wieder. Da steht wieder Geier. Diesmal knapp am Tor vorbei. 51. neuer Angriff für die Ulmer. Aber Konrad fängt den Ball ab und beseitigt die Gefahr.
Geplänkel jetzt im Mittelfeld. Angriff für Ulm in der 62. Igel spielt auf Vukovic. Der auf Fink. Rühle auf Häuser. Der bringt den Ball auf Vukovic. Aber am Tor vorbei. 64. Neuer Angriff für Ulm. Stoll passt auf Vukovic. Der flankt den Ball auf Fink. Der bringt den Ball auf Häuser. Und Häuser macht das 2:1. Jawohl. Das Mittelfeld heute wieder sehr, sehr aktiv und agil. 75. werden wir wechseln. Ja, Anton Fink heute. Felix Siegel, warum der jetzt nicht im Sturm spielt. Bring dich mal für Fink, mein Lieber, in den Sturm. Und Lopez geht auf die linke Außenposition. Sieht sonst aus. Zentrales Mittelfeld, Häuser. Er spielt eigentlich noch ganz gut. Aber wir bringen mal Beck für Sapina. Auch nur eine 4. Ist gut, kann man machen, den Wechsel. Akoban bleibt noch auf der Bank, genauso wie Jan. Heilig bringen wir mal für Reichert, der ist etwas angeschlagen. Und könnte Jan auch rechter Außenverteidiger spielen? Ja, okay. Dann wechseln wir so. 4 Wechsel in der 75. 85. neuer Angriff für Ulm, aber gleich abgefangen. Und ein Konter für Elversberg. Baumgärtel spielt den Ball auf Kohler. Der mit dem weiten Pass auf Gößweiner. Der bringt den Ball rein auf Dürholz. Aber Marinovic hält den Ball sicher fest. Auch meiner 94. Angriff für Ulm. Heilig spielt auf Beck. Der auf Häuser aus dem Rückraum. Aber Gründemann hat den Ball im Nachfassen. Aber es bleibt beim 2:1. Wir haben uns jetzt etwas gefangen. 5 Spiele, die letzten 5 haben wir 4 gewonnen. Und wir bleiben Tabellenführer mit Groß Asbach, 72 Punkte. Nur das bessere Torverhältnis gibt für uns noch den Ausschlag. Wir haben mehr Tore geschossen, muss man ja sagen, und nur 2 Tore mehr kassiert. Wir hoffen, so geht's weiter. Der Kicker schreibt zum Spiel, Stefano Reinersson hat heute alle Reserven des Teams für dieses Spiel mobilisiert. Man konnte sehen, dass die Spieler an ihre Grenzen gegangen sind. Dieses Spiel hat Kraft gekostet. Immerhin passte am Ende das Ergebnis. Ja, muss man so sagen. Robin Häuser in der Elf des Tages, genauso wie Thomas Geier, die beiden Torschützen. Und wir schauen, was die Saison noch so für uns bereithält. Übersicht nochmal. Robin Häuser kurz vor Abschluss der langen Pässe. Auch Marinovic trainiert gut jetzt seine Freistöße, dass er die endlich mal hält. Und alle anderen trainieren ihre Negativ-Perks weg. Das ist ja auch ganz wichtig. So, 33. Spieltag zu Ende. Wir freuen uns auf den nächsten Spieltag. Uluk, moin. Schöne Grüße. Und Marco Vukovic hat endlich mal das Trainingsziel erreicht. Wir werden auch gleich hier die Technik trainieren, dass er da etwas effektiver ist. Und auch Felix Hiegel hat eine Fähigkeit entdeckt. Ihr Co-Trainer Henry Ulrich hat herausgefunden, dass ihr Spieler Felix Hiegel bereits 15% Fortschritt bei der Fähigkeit kurze Pässe gemacht hat. Stellen Sie das Trainingsziel um, wenn er diese trainieren sollte. Haben wir denn die kurzen Pässe hier oben? Okay. Stellungsspiel ist aber auch schon, kurze Pässe ist etwas effektiver. Aber wir bleiben mal beim Stellungsspiel erstmal. Ich bin in der ersten Saison. Wir haben noch nicht die erste Saison zu Ende.